Willkommen zu Assassin's Creed Origins. Ihr verliert an Boden, ihr herzlosen Bastarde. Ist ja gut. Und erstmal am Anfang schöne Beleidigungen am Start. Das ist doch herrlich. Oh, die scheiß Schlangen, die sind zum Kotzen. Vor allem, die sieht man nicht großartig. Nicht plündern. Interessant wäre es auch zu wissen, wie viel Kohle die bringen. Tötet Potenos. Machen wir doch glatt. Da sind wir auch letztes Mal stehen geblieben. Und. Genau. Genau. Dein Ernst? Jugota. Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Potenos, bald gehst du in die Duat ein. Sei bereit. Komm, Jugota. Angriff. Wo ist gelb und wo ist nicht gelb? Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt. Boah, 1400. Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Habe ich auch mal ein bisschen Brandbomben? Oh Gott. Oh, du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Scheiße. Oh, Alter. Oh, wie sehr ich wünschte. Wo sind wir denn drauf? Nicht, dass wir hier irgendwie was anzünden können oder so. Du kannst dich immer noch retten. Beende diesen Kampf. Oh. Das hat sich dann jetzt wohl auch erledigt. Was liegt denn da hinten? Hallo, Esoja. Ja, Elefantentöter. Das, was kann man denn hier plündern? Was ist denn das? Oh, Pfeile! Oh Mann! Das, klingt ja saugut. Kann ich nochmal Pfeile? Nochmal Pfeile! Ja gut, dann ist es ein bisschen einfach. Das ist echt ein bisschen einfach. Ich dachte, wir müssen noch so kämpfen. Na, komm her, Specki. Ja, genau. Wo ist er? Hau drauf. Mir egal. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Steh auf! Komm. Steh auf jetzt! Okay, der war gut. Bitte, komm schon. Ist da jemand drin? Da ist doch jemand drin. Nein? Keiner drin? Okay, dann ist da halt keiner drin. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potenos. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bajek von Siva. Niemals! Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Okay. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lege seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Wie immer. Sehr schön. Haben wir den jetzt komplett vernascht? Tatsache. Der Schakal. Der muss noch. Der muss echt noch. Ja gut, die Bomben haben ja nicht so viel gebracht.
Wo müssen wir hin? 240 Meter. Kann man hier noch was einsammeln? Nein. Sieht wohl nicht so aus. Obwohl paar Pfeile schon cool gewesen wäre. Looten? Nein. Oh Mann, genau. Ich wollte nur looten. Kriegt er übelst auf die Schnauze. Was? Das ist aber gleich was gut hier. So, schönes Kino. Bringt alles nichts. Okay, wir laufen mal rüber. Ich dachte, wir könnten noch was mitnehmen, aber nö. Wir haben keine mehr Zeit. Ich muss weiter. Oh, Alter, dein Ernst? Ah, schade. Sag ja, ein Pfeil wäre noch echt schön ich gewesen. Muss weiter. Und tschüssi. Oh, das hast du davon, du. Lapeño. Also ein paar Pfeil und Bogen werden jetzt echt niese. Gibt's hier wirklich nichts? Ja, geh weg. Mag dich nicht. Geh weg. Ah, da kommt der Naja endlich. Danke. Bald wirst du deine Götter treffen. Bajek von Siva, endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. Bleib mal stehen, Mann! Renn doch nicht immer weg! Komm, 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 komm her! Ja, ich weiß. Oh, scheiße. Komm, ich muss nur mal mein Adrenalin ein bisschen aufpimpen. Ah, noch zwei Schläge. War das dein ganzer Zorn, Medjay? Nein. Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Oh, der war gut. Das war so ein Tausender, den nimmt man halt mit, ne? Fuck. Komm, Medjay. Muss aber sagen, so schwer ist der jetzt nicht. Könnte jetzt sein, ich kassiere jetzt gleich noch einer auf die Fresse, aber ich muss sagen, so toll. Ergib. Da hatten wir schwerere. Ich werde dir das Herz herausreißen und es an die Krokodile verfüttern. Und tschüss. Naja. Der war nicht so toll. Nö. Hast du mich vermisst? Halt, Bajek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Das heißt? Er tötete meinen Sohn!
Schicksal. Okay. Der Pharao ist tot. Wie noch schön eine Katze in uns reinläuft. Jetzt, Entschuldigung. Nun gut, ja, jetzt bin ich aber gespannt, wie es weitergeht, weil, wie gesagt, also so stark war der wirklich nicht. Bisschen ausweichen, bisschen reinhauen, gut ist. Gegen den darfst du späteren Zeitpunkt nochmal kämpfen und dann auch endgültig plätten. Da wird er etwas nerviger. Ja, okay, super. Freut mich, weil sonst wäre es ein bisschen enttäuschend gerade gewesen, bin ich ehrlich. Man will ja gefordert werden. Gefordert, ja. Auch wenn ich schon ein alter Sack bin und sowas. Aber trotzdem, der Schwierigkeitsgrad. Alles, wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Na gut. Das wird dann wohl auch die letzte Quest sein. Naja, die Rauchbomben. Die haben wir die ganze Zeit immer so unbewusst geschmissen. Jo. Stehst du nun auf Septimius Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdankt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Psst. Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Ach, Verräter. Ob er auch eine Wahl hatte? Wissen wir nicht. So ein Frosch im Hals, das gibt's ja gar nicht. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker.
Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siva. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Na, was hast du vor? Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Sehr schön. Neu, das Nachspiel. Sprich mit Aya, okay. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siva. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Aya. Wir suchen immer noch Hemus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Es ist zu lange her, dass wir... Wachen voraus! Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Ja, es scheint nur Momente her. Aya. Er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele, Bayek. Komm, beeilen wir uns. Da sind ja Wachen. Hier ist doch irgendwas im... Im Busch, genau. Nee, hier haben wir immer noch. Kommt hier eigentlich noch einer? Wäre cool zu wissen. Das Nachspiel. Was braucht der Stufe 31? Das ist okay. Das schaffen wir. Etwas ist faul. Das sind alles Römer. Caesars Männer? Aber füge ich ihn eigentlich auch am Start? Eieiei. Okay. Da oben kommt noch einer. Okay, danke, Esu, ja. Wo ist denn jetzt meine Ische hin? Ah, da drüben. Alter, ist die schnell. Sag mal, geht's noch? Warte doch mal. Hab ich was verpasst? Wie ist die jetzt da reingekommen? Im Haupteingang oder wie? Na toll. Gibt's hier Fenster? Nein. Gehst du jetzt runter? Ging ja gut. Okay, dann gehen wir mal noch weiter runter. Hier werden die Wachen nach uns suchen. Glaubst du, du kannst mich damit besiegen? Ja! Apollodoros! Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Oh, fuck. Oh, Gott. Hallo? Endlich. Jemand, den wir töten können.
Genau. Komm mal her, Fettsack. Den möchte ich mir aufheben. Oh, okay. Was hast du? Okay, cool. Was steht da? Und tschüssi. Da machen wir ja richtig viel Schaden jetzt mit dem Ding. Hör auf zu zappeln. Du überlebst und nach. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Balk, Eier. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Gute Reise, Apollodoros. In das Haus des Hades. Der Löwe. Sehr schön. Was? Dafür habe ich 6000 bekommen? Gut. Trophäe erhalten, die Belagerung. Wir waren die Ersten. Die Ersten, die Götter sahen. Die Ersten, die ihre Bestien zähmten. Die Ersten, welche die Seele vor dem Bösen schützten. Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium. Doch nun liegt ein Raunen in der Luft, von einer Bruderschaft im Schatten. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen.